Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir lassen da keinen Zweifel, Herr Tiefensee. Die Linke lehnen CETA ab, und wir wollen, dass die Verhandlungen zu TTIP abgebrochen werden, ohne Wenn und Aber. Wir lassen da keinen Zweifel. Wir wollen nur Ihnen die Chance geben, ob Sie bereit sind, auch parlamentarisch für die roten Linien zu kämpfen, die Sie am Wochenende beschlossen haben. Und die heutige Debatte zeigt, dass Sie das nicht wollen. Und wir haben einen Wirtschaftsminister, der erklärt uns heute, dass alle diejenigen, die Kritik äußern an diesen Verfahren, an diesen Inhalten, offensichtlich die Jobkiller Deutschlands sind. Ich frage Sie, Herr Wirtschaftsminister, haben Sie schon mal bemerkt, dass wir auch ohne diese Verträge sehr erfolgreich im Export sind? Haben Sie denn schon gemerkt, dass eigentlich Handel heute schon möglich ist? Sie machen ja gerade so, als wären alle Kritiker dafür da, den Handel zu verbieten. Das ist großer Unsinn und eigentlich einem Wirtschaftsminister nicht recht, sich so hier zu äußern. Und Herr Gabriel, es ist ja schon ein bisschen Demagogie, was Sie hier betrieben haben. Und dann legen Sie großen Wert darauf, was Sie scheinbar mit dem DGB beschlossen haben. Ich möchte da mal den Herrn Wetzel von der IG Metall zitieren, der Folgendes gesagt hat, am gleichen Tag, wo Sie das Papier veröffentlicht haben. Er sagt, dieses Papier steht unter einem Vorbehalt. Wortwörtlich, die IG Metall erwartet, dass die Bundesregierung den aktuellen Entwurf zum Handelsabkommen CETA mit Kanada ablehnt und dies auch auf EU-Ebene durchsetzt. Das ist die Nagelprobe für die Glaubwürdigkeit der Vereinbarung. Herr Gabriel, morgen ist die Nagelprobe. Morgen wird in Ottawa was verkündet. Und wenn das die Nagelprobe ist, erwarte ich morgen von Ihnen öffentlich, dass Sie sagen, unsere roten Linien sind nicht beachtet. Wir lehnen dieses Verhandlungsergebnis ab. Hier muss nachverhandelt werden. Wenn Sie das morgen nicht tun, haben Sie nicht nur den DGB, sondern alle Gewerkschaften enttäuscht. Und Sie bleiben hier auch die Antworten schuldig. Dann erklären Sie uns, man bräuchte dem Antrag ja nicht zuzustimmen, weil es wäre ja schon umgesetzt. Dann frage ich Sie als SPD-Parteivorsitzender, wenn doch schon alles umgesetzt ist, warum haben Sie denn so viele Mühe gehabt, am Wochenende überhaupt das durchzukriegen bei Ihren Leuten? Offensichtlich ist ja noch nichts durchgesetzt. Herr Tiefensee erklärt uns hier, Investorenschutz soll aus TTIP raus. Oder das wäre nicht Bestandteil. Gucken Sie sich den Auftrag an, da steht drin, soll und kann, natürlich. Und jeder weiß doch, dass das, was morgen veröffentlicht wird, die Blaupause ist für TTIP. Oder glauben Sie ernsthaft, dass die Amerikaner eine schlechtere Vereinbarung machen wie die Kanadier mit der Europäischen Union? Und deshalb erwarten wir morgen eine klare Aussage, Herr Gabriel. Und deshalb glaube ich, wird auch die IG Metall ihres dazu tun, auch am Wochenende dann kundzutun, dass hier jetzt etwas zu erwarten ist. Schon ist das Papier wirklich nichts wert. Und wenn Sie hier sich hinstellen und uns vorwerfen, wir würden Arbeitsplätze gefährden, dann finden wir uns aber ja eigentlich in einer richtig großen Runde wieder von Umweltverbänden, Verbraucherschützer, kirchliche Organisationen, mittelständische Unternehmen, viele Kommunalpolitiker mit CDU, CSU, SPD-Parteibuch, bis zu den Bierbrauern, Herr Gauder, die haben Angst davor, was hier gemacht wird. Also wenn das alles, wenn diese ganzen Organisationen quasi die Jobs gefährden, ja, dann muss ja was dran sein, dass das wohl nicht so ist. Oder glauben Sie wirklich, die IG Metall oder mittelständische Unternehmen würden ihre Kritik deshalb verstehen, weil sie Jobs vernichten wollen? Offensichtlich ist die Bundesregierung nicht bereit, diese wirklich große Anzahl von Verbänden, Organisationen ernst zu nehmen. Sie will sie in eine Ecke stellen, und so kann man zwar Politik betreiben, aber die SPD wird deshalb nie mehr einen Kanzler stellen. Kollege, denken Sie, Herr Ja, ich bin auch gleich am Ende. Nur auch noch mal so viel, weil immer wieder erzählt wird, wie viele Jobs entstehen. Gucken Sie sich mal an, wie viele Jobs entstanden sind beim Abkommen NAFTA. In den USA sind 1,2 Millionen Jobs verloren gegangen, in Mexiko über 1 Million Jobs allein in der Landwirtschaft. Es gibt kein Abkommen in der Welt, was nicht die Sozial- und Umweltstandards gefährdet hat, wo nicht Jobs vernichtet hat. Sie machen hier tatsächlich eine Debatte ums goldene Kalb, nur um die Interessen der Wirtschaft zu den Interessen der Verbraucher und der Arbeitnehmer der Wirtschaft zu opfern. Sie sind das verlängerte Arm der Kapitalisten und Großkonzerne. Danke, Herr Kollege. Das Wort zu einer Kurzintervention hat der Kollege